Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Hyrule Warriors. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, denn eigentlich wollte ich jetzt den Twilight Princess DLC aufnehmen. Aber anscheinend bekommt man, soweit ich das jetzt denke, mir nur das ganze Zeug wie die Ware mit nach und so, wenn man tatsächlich auch alle Charaktere, also zum Beispiel noch Xanto fehlt uns, hat. Das lässt sich natürlich jetzt auch gleich noch berichtigen. Wir probieren es jetzt einfach mal, noch uns Xanto zu holen. Ich habe jetzt die Mission hier nochmal gemacht, um Herzkotida war das, glaube ich, Fall zu bekommen. Und ja, dann arbeiten wir jetzt hier oben einfach in der Ecke mal ein bisschen weiter. Für Gira hin gibt es hier was. Itemkarte einsetzen, ganz klar. Hier die Zyklopenstatue, da müssen wir wegrücken. Oh, und Fire hat die einfach mal totgeschlagen. Yeah. Für Gira hier unter gibt es auch relativ viel zu finden. Das heißt, es könnte eine lange Mission werden. Das hoffe ich aber mal nicht. Denn ich will jetzt endlich das aufnehmen da. So, ja. Aber weil das halt jetzt schon so ist, dass der DLC runtergeladen ist, können wir halt jetzt auch von jedem Material 999 Stücke aufnehmen. Und auch die Charaktere auf Level 150 statt 99 bringen. So, mein Daseinszweck ist die Erfüllung meiner Mission. Freudig. Rette die isolierten, verbündeten Einheiten, aber sicher doch. Erobere die beiden Festungen und bricht durch. Ich bin sowas von dabei. Du bist also für die Unterhaltung zuständig. Das wird sicher amüsant. Hey, ich bin dein Diener hier, dein ergebenster Diener. Schau mir an. Ey. Ich reg das immer so auf, dass Gira ihm halt einfach irgendeine so ultra scheiß Coolfühl-Sequenzen hat, mit denen die Gegner ihn einfach töten können. Yeah. Unwohl auf dem Schlachtfeld gesehen, den finde ich ganz knorke. Aber, ja. Festungskommandant, komm her, du. Ey, komm her, du, sag ich. Hab Gira ihm halt auch nicht so viel mehr gespielt jetzt in letzter Zeit. Ich nehme halt eher mit meinen hochgelevelten Charakteren, also mit Link zum Beispiel vorlieb oder. Ey! Ja, oder mit zum Beispiel Lana. Ich habe aber ein paar Kostüme freigeschaltet, aber ich glaube für Gira ihm war gerade keins dabei. Ja, der ist ab und jetzt Spam und dann töte alles oder auch nicht. Ah! Wir müssen natürlich auch. Wieso? Ich habe das Huhn noch gar nicht geschlagen. Mann. Hier ist auf jeden Fall kein Herz, Container-Herzteil, whatever. Aber ja, ich denke mal, in den Festungen, die nicht zwingend für die Mission notwendig ist, oh Gott, wird das Herz, das Herzteil oder der Herzcontainer sein. Oder beides. Weil das wäre eigentlich ganz sinnvoll, ne? Oh. So, hier komm, rennt da durch mal. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Festungshauptmann, wo bist du? Der Festungskommandant meine ich natürlich. Da bist du. Nein, nicht der. Der da, ja, richtig. Hier komm her, du, und down. Yeah. Übrigens glaube ich, dass diese blaue Welle eigentlich nicht, tötet nicht alles, sondern die nimmt den Gegnern nur eine bestimmte Anzahl an Energie weg. Und wenn die Gegner halt ziemlich viel KP haben, wie, die Bockblinz hier halt zum Beispiel, dann bekommen die halt sind die halt relativ schnell down, von daher sieht das halt so aus, als ob man voll die High-Attacke hat und so. Ja. Ah, das goldene Huhn. Moment, zählen die Hühner eigentlich auch hier für. Ja, die sind doch eigentlich jetzt auch rot, ne? Ja, stimmt. Im Übrigen ist diese Karte eigentlich gar nicht mal so unnötig, wenn man sehen will, wo genau jeder Gegner ist. Aber das wollen wir ja nicht, deshalb bleiben wir auf der großen Karte. Festungskommandant, wo bist du? Nein, nicht das goldene Huhn, da, Festungskommandant. So, und jetzt gib mir bitte einen Herzteil oder einen Herzcontainer. Nein, ey. Bin enttäuscht. Dann gehen wir da unten links hin, weil das so außerhalb des, des interessanten Bereiches eigentlich, ne? Machen wir das einfach mal. Oben ist Gefahr. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Oh, da kommt schon wieder die Hühner. Ja, hier, dance up und jetzt, bam, rennt alle durch und
killt alles, meine Untertanen. Impa ist in... Och, Impa. Och, Impa kommt schon. Na gut, sie hat noch relativ viel Energie, deshalb kann ich hier eigentlich mein Party-Ding hier fertig machen, ne? Ja, bam, 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 bam. Puff. Ich wollte heute eigentlich was komplett anderes aufnehmen, weil ich... Wie schon beim Master Quest DLC dachte ich eigentlich, das kommt erst in so einer Woche, nicht in einer Woche, sondern morgen. Ha! Hier ist was, ich wusste es! Ich dachte eigentlich, das kommt erst morgen am Freitag raus. Wie schon beim Master Quest DLC, der kam ja auch am Donnerstag raus und nicht am Freitag. Das war, weil es ein wenig blöd. Oder kam der am, ich glaube, der kam am Freitag raus, ne? Das könnte sein. Naja, egal. Wir gehen jetzt hier mal, rennen jetzt hier, ach Mist, da unten können wir ja gar nicht hin. Müssen wir so durchrennen hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist aber auch gerade alles am Sterben. Von daher ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn wir hier unsere Truppen unterstützen, ne? Ach, oh, egal. Egal. Kann man eigentlich da unten schon... Ja, da kann man rein. Was brauchen wir da für ein Element? Moment. Ach so, sind beides eh die gleichen Elemente. Okay, von daher. Yeah! Ach Mann. Scheiß Eralfos. So, ey. Was willst du? Analysieren doch anderen. Wenn ich dir sage, du sollst analysieren. Hier nämlich X-Attacke. Und. Bam! Bam, bam, bam. Bam. So. Na, Festungskommandant, wo bist du? Da bist du. Nein. 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 Ah, dann nimm den halt so. Ja. Das Anvision ist nicht das Beste in dem Spiel, möchte ich anmerken. Yeah, hier war aber auch nichts drin, leider. Gut, dann gehen wir jetzt darüber zu Impa. Oh Gott, bei der geht ja echt einiges ab hier. Wie sollen wir eh besiegen hier die Silbern, wie ich sehe? Ach so, stimmt. Impa ist ja jemand, den wir von den isolierten Einheiten, die wir. Deisolieren. Ja, ich glaube, das war so grammatikalisch richtig. Komm hier, jetzt nimm die X-Attacke. Oh, ding, 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 ding. Und puff. So. Ah, Tempelschwelle ist dort. Tempelschwelle. Schon ein dummer Name, ne? Halt die Tempelschwelle. Das ist deine Festung. Yeah. Was ist denn deine Lieblingsfestung? Ah, die Tempelschwelle. Fickte Scheiße. Ja, das ist richtig. Hier, nimm das und Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, habe ich Impa... Ja, ich habe Impa geholfen, okay. Dann besiege ich jetzt mal das Goldtun, obwohl das nichts bringt. Ich wäre unglaublich dafür, dass man dafür sowas wie ein, keine Ahnung, einen goldenen Flügel oder so bekommen würde. Oder ein goldenes Ei. Goldenes Ei ging auch als Material, so ihr versteht, ne? Morgen kommen auch die Amiibos raus. Da werde ich mir dann zu Nikolaus eine holen, denke ich mal. Zu Nikolaus mir eine wünschen. So, die Link-Amiibo natürlich. Von daher werden wir da vermutlich auch noch was von sehen. Vermutlich auch ein Unboxing oder so. Habt ihr vermutlich jetzt schon gesehen, wenn ihr meinen Kanal so verfolgt, wie ich es will. Ja, komm, ihr Hühnchen. Hier, komm, nimm jetzt die X-Attacke und dann... Bist du jetzt bitte fertig? Gott, schon wieder fast 10 Minuten. Das wird nichts hier. Das wird nichts. Nee. Oh, hier sind aber ganz viele, nee, ganz wenige KP noch in der Festung. Ich sag dazu KP, obwohl es vermutlich keine KP sind. Der KP ist generell so ein scheiß Ausdruck. Wieso sagt man nicht im Englisch wie im Englischen HP? Weil KP steht ja für Kraftpunkte und HP halt für Health Points. Denke ich mal. Also HP meine ich natürlich. Und hier ist dann vermutlich das... Der Herzcontainer? Ja, der Herzcontainer, yay. Jetzt brauchen wir nur noch die Skulltulas, aber... Wir kriegen, wenn dann, nur die erste, weil... Oh, nee, wir kriegen gar keine erste, oder? Erfülle die erste Mission der Schlacht und besiege 1000 Feinde. Achso, wir haben die erste Mission noch nicht geschafft. Naja. Ja, ja. Ja, ja, das ist schon so eine Sache. Moment, Impa, ja, Impa ist bei uns. Okay, dann gehen wir jetzt da hoch. Zu seinem Rennen! Schau dir an, er rennt hier lang. Yeah! Der Umhang sieht so ultra schlecht aus, möchte ich nur anmerken. Ich meine, er ist total steif.
Aber was hat er da drin? Hat er der Drähte drin, damit sein Umhang so Tool flattert. Genau, so Tool flattert. So cool flattert, echt mal. Schau dir mal, der Umhang, den hätte man echt anders machen können, aber das hätte auch zu viel Rechenleistung noch weggemacht, wenn man den Umhang auch noch in... Also wenn man da die Polygone aufteilt, dass der sich halt realistisch bewegt. Weil das ist ja bei so einem Umhang, wenn der unglaublich gut aussehen muss, dann muss er ja in viele Stücke zerteilt werden und die bewegen sich dann quasi einzeln, also die verdrehen sich und so. Das nimmt halt auch ziemlich viel Rechenleistung weg. Nehmen wir mal Blender als Beispiel. Also ist jetzt ein Freeware-Programm, womit ich generell meine Profilbilder zum Beispiel mache ich da, beziehungsweise ich tue mein Sternchen da machen und kolorieren und alles und dann tue ich das in Paint weiter bearbeiten, PaintNet. Aber ja, das ist jetzt nicht das Wichtigste. Das Wichtige ist jetzt, das bei Blender hat ja auch eine Game Engine, ne? Da kannst du zum Beispiel auch so, ja, Vorhang, Stoff eingeben als Physik. Dann musst du den ganz gut zerteilen und dann noch smooth machen, also dass die Polygone halt eingedellt werden ungefähr so. Wobei ist leicht bedrängt. Ach, die müssen wir auch noch holen. Okay, Moment. Ah, Skulltula. Okay, da haben wir die erste Mission doch schon geschafft. Ich hab jetzt, geh halt sterben, du kleiner Spasti. Willst du Skulltula? Dankeschön. Okay, im Moment, jetzt muss ich mich beeilen. Erstmal schnell zu Skulltula. Aber ich muss ja eh da runter, von daher. Die muss da unten hier irgendwo in der Ecke sein. In der Ecke sein. Oh, die hier drin, ne? Wow, kreativstes Versteck ever. Da war sie auch nicht im Story-Mode oder so. Wir gehen jetzt mal hier lang. Oh, diese epische Musik. Oh, Ganondorf. Nein, die Ganondorf, ey. Böse Ganondorf. Böse Ganondorf von den bösen Ganon-Rudos. Ja. Von bösen Ganon-Rudos. Ich kann dir nicht verübeln, es versucht zu haben. Aber ich kann dich dafür bestrafen. Yeah. Gib's ihm, Girahim. Gib's ihm. Hart und schmutzig. Okay, dann ignorieren wir Fei einfach mal. Komm, wir schaffen das doch. Wir schaffen das doch, bevor Fei tot ist, oder? Ja! Ich meine, schau ihn an. Bäh. Okay, Moment, wo ist der Typ? Wo ist er? Oh, ich wollte die X-Attacke machen. Wo ist überhaupt Ganondorf? Hallo, Ganondorf. Ah, da drüben bist du. Komm, mach deine Attacken. Mach irgendeine Kombo, damit ich dich von hinten angreifen kann. Komm, ich nehme mich von hinten und dann geht es richtig ab hier. Oh, Stufe erhöht. Sehr schön. Ha, sehr schön. Das ist auch ganz schön. So, komm dann dadurch. Und jetzt töte ihn. Dankeschön. Fei ist in Gefahr, brauchst du... Nein, Fei braucht nicht sofort Hilfe. Komm, wir kriegen den jetzt doch down. Schnell, komm. Komm. Fei hat noch genug Energie. Die muss nur ein bisschen aushalten. Komm. Fei, so schwach bist du doch auch wieder nicht. Komm. Nein, so schwach ist sie nicht. Nein, komm. Oh, scheiße, der Lebensbalken dreht gerade hardcore nach unten. Von Fei. Komm, jetzt mach deine Attacke, Ganondorf. Mach eine Attacke, komm. Ja, die zum Beispiel, genau. Ja, komm, nimm. Jetzt komm, die sollte reichen. Oh ja, er ist down. Schau euch den Umhang an, wie der hier so steif rumflattert. Meinen Glückwunsch. Oh, ja, wir haben was bekommen. Wir haben eine neue Waffe für Kirai bekommen. Ja. Raste aus hier. Ich bin total begeistert. Ihr merkt es schon. Ich hoffe überhaupt, dass es aufnimmt. Weil ich habe jetzt in den letzten paar Tagen und alles... Das Programm spackt ein bisschen rum. Es sagt immer, kann Aufnahmekraft nicht starten. Dann sage ich immer, fick dich. Du erstmal auf die Webcam als Quelle umschalten. Oh, haben wir das überhaupt schon gesehen? Oh, Dance. Oh, schau dir mal an. Yeah. Oh, wie unschön sein Umhang so rumflattert. Ja, ich glaube, das hatten wir schon gesehen. Okay. Wir schaffen doch noch mindestens eine Mission. Komm.
Yay, Waffe halten, Dämonen, Langschwert. Dieses Schwert wurde vor langer Zeit von Dämonen geschmiedet. Mit dem starken Angriff kannst du Gegner anvisieren. Ist der anvisiert, enden Kombo-Angriffe mit einem mächtigen Schlag. Yay! Mist, das hätten wir vielleicht bei Gandalf ihn machen können. Ja, Erfahrung plus, das kommt raus. Das kommt raus. Kommt raus. Das kommt auch raus. Das kommt raus. Nein, 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 nein. So, das sollte reichen. Ja, gib mir Zeug, gib mir Zeug, gib mir Zeug. Dankeschön. Yay, und ein weiteres Bildfragment. Schaut es euch an. Das ist das beste Bildfragment ever. Jetzt kommen weiter, 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 weiter. Schnell, schnell, schnell. Ich will. Oh nein, wieso kommen wir da nicht weiter nach oben? Können wir vielleicht da unten irgendwie hier so das machen oder das? Komm, wir machen das hier. Wäre eine Treffer, ja komm, das geht. Mit Pfeil, mit Pfeil, mit Pfeil. Komm, 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 komm. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Komm, 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 komm. Zieh, 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 zieh. Riesige 20 Feinde. Ich tue natürlich erstmal die Dekoranas hier entsorgen. Weil die stehen uns sonst später im Weg rum. Wenn wir ganz schnell aus dem Weg müssen und dann da auf einmal Gift und Tod und. Ah! Ist nicht gut. Nee. Vertraut mir, ich bin ein Profi. Ich kenne mich wieder aus. So. Kriegst du. Gibt zwar nicht viele Sachen, wovon ich sagen kann, dass ich mich damit auskennte, aber. Da kann ich sagen, ja, da kann ich mich aus. Komm daher. Noch einer da. Brüllen hier Dauer. Brüllen hier im Kanon. Schau die, hört sie euch an. Wir sind dumm. Yeah. Forstkristallen, das brauche ich nicht. Dieser Gegner ruft mir ein Gefühl hervor. Ich glaube, man nennt es Wut. Oder ist es was anderes? Werfer, ich kenne dein Geheimnis. Kannst du es mir ruhig anvertrauen? Kloppen die alle auf. Verbannte, Verbannte, ohne Verbannte, Verbannte, Verbannte. Alle verbannt hier. Verbannt, verbannt, verbannt. Da gehen wir lang. Nimm dich vor fern. Keine Sorge, ich nehme mich schon vor fernen Griffen der Nacht. Da passiert schon nichts. Noch 10 Feinde. Nein, das glaube ich nicht. Noch 9 Feinde. Noch 8 Feinde. Noch 7 Feinde. Ich kann nicht zählen. Oh, 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 Verbannter, Verbannter, Verbannter. So. Feiert den Verbannten. Boah, feiert den Verbannten besiegt. Stell's dir vor. Boah. Boah. Gibt's ja nicht. Doch, bei Roller. Ah. Diese Werbung regt mich langsam echt auf. Ich meine, schaut sie an, der Typ hat jetzt ein Weihnachtsmannbart. Ich hoffe, wir kriegen Gold, aber wir haben vermutlich zu wenig Feinde besiegt, ne? Ach, ich habe sogar einen Double Hit gekriegt, okay. Ha! Ha! Alle getötet! Yeah! Und wir haben nichts gekriegt. So, ich sauf jetzt erstmal mein Monster. Und wir kriegen doch eine Truhe, yay. Find's ein bisschen scheiße, dass man diese Öffnungssequenz nicht überspringen kann mit Plus. Ich meine, man kann alles überspringen mit Plus, aber das nicht, ne? Yay, ein Herzcontainer! Du bist so gut, du hast ein Herzcontainer! Ich glaube, eine Mission schaffen wir noch. Eine Mission schaffen wir noch. Komm, und jetzt mach bitte die Karte größer. Mach die größer. Groß ist immer gut. Ha. Komm schon, jetzt mach halt. Oh, wir haben doch eine Schuppe erhalten. Das sieht vermutlich jetzt aus, als wäre das Asikron. Oh, hier gibt's das. Oh, und das geht nur mit... nee, das geht doch nicht nur mit. Aber wir haben keine Grabklauen, scheiße. Wir müssen da oben irgendwie weitermachen. Hier? Nee. Da. Da. Oder da. Die müssen wohl lange dauern. Wir nehmen die hier. Na komm, komm, komm. Was machen wir? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe das Kostüm von Midna schon gezeigt. Aber jetzt sehen wir es auch mal im Spiel. Ich habe auch rausgefunden, wo die Fessel bei ihr sitzt. Das ist das ihr quasi ihr Haarband da, womit sie ihren Zopf da hinten zusammenbindet. Ihre Hand.
zapfest ihre Hand. Hm. Na, ich glaube, du solltest dich mal untersuchen machen lassen. Isolierte Einheiten retten, natürlich. Obere die beiden Festungen und brecht euch! Ah! Seht ihr dieses, das Ding, was sie da hinten an ihrem Zopf hat? Das ist ihr Haarband. Aber nee, in dem Spiel ist das ihre Fessel, ja. Weil sie wird da mit gefesselt mit ihrem Haarband. Aha. Kennt ihr das? So als Junge. Habt da euer Haarband und dann werdet ihr auf einmal damit ja. Eine tragische Geschichte, aber das ist mir echt mal passiert. Nein, das ist mir nicht. Ich trage keine Haarband. Es gibt ja Jungen, die tragen einen Zopf, aber ich nicht. Tragen einen Zopf? Ich trage meine Zöpfe immer. Am Arsch. Yeah, Herzteil. Wow, sieht mit Rot sexy aus. Nein, eigentlich nicht. Wow, jetzt komm hier durch. Ich brech durch. Jetzt brech ich durch hier. Schau mich an. Komm mal. Die Bullblins rücken vor. Scheiße. Gold sucht auch das Schlachtfeld nach. Hapa. Yeah. Das war gar nicht schlecht und dumm oder so. Scheiße, ich soll das Goldhuhn besiegen, bevor es... Goldhuhn! Komm her, du! Hab gehört, du sollst hier sein? Nein? Scheiße. Aber Impa ist hier, die ist irgendwie immer hier in diesen Missionen. Moment, wir sollen hier durchbrechen, ne? Ja. Ich brauche eine Fee. Die Mission kommt mir irgendwie bekannt vor. Kommt mir echt bekannt vor. Weil ich hatte einmal eine Mission, aber das war mit verheerenden Treffern. Da musste ich hier auch da hochgehen und da waren da unten auch die Feen und da waren da oben auch zwei Dinger da, die tragisch waren. Versteht schon. Haben wir den Steinplatz auch? Nee, das ist Link. Egal. Link. Verpiss dich. Link war auch hier an der Stelle. Ist irgendwie ein Déjà-vu. Ey. Komm, ich... Nein, dann greife ich dich halt nicht hier, dann greife ich euch. Bam. Wow. Yeah. Hat sowas von gebracht. Ah, das Gold... Wo ist das Gold überhaupt? Ich konnte es eben nicht entlarven, entfinden. Halt, ne? Jetzt weiß ich nicht, wo es hin ist. Ah, Link. Nein, ich will... Ja, den will ich haben. Richtig. Bam. Ha. Vielleicht hätte ich sogar noch Link bekommen, wenn ich mich angestrengt hätte. Aber ich habe mich nicht angestrengt. Von daher habe ich Link nicht bekommen. Och, Mann. Jetzt kriegen wir aber auch bestimmt kein Gold. Aber egal, ich mache die Mission jetzt fertig. Ist mir scheißegal. Wisst ihr das, Kreuz? Das ist mir sowas von scheißegal. Glaubt's nicht. Ich glaube nicht, wie scheißegal einem Sachen sein kann, aber sein können, aber das ist gerade echt ziemlich scheißegal. Ne? Das muss ich mal ganz klar sagen. Danke für die Hilfe. Ich überlege mir jetzt mal ein unglaublich spannendes Gesprächsthema so zum Ende des Parts, weil das voll Sinn ergibt. Nein, mache ich nicht. Dazu bin ich zu faul. Oh Gott. Eine Festung ist gefallen. Oh nein. Yeah. Wow. Was? Weißt du, die Animation war auch gar nicht irgendwie verbuggt. Nee. Wie gefällt dir der Festung hier? Die will ich haben. Festung. Ich weiß auch nicht, wo diese Stimme manchmal herkommt. Tief in mir drin. Gibt es diese Stimme. Ich weiß nicht, wo sie herkommt. Ich glaube, sie will mir etwas sagen. Moment. Richtig. Nee, falsche Stimme. Richtig. Und es ist echt schwer zu machen, muss ich mal sagen. Richtig! Oh Gott! Ich krieg den. Richtig! Nein, ich. Oh Gott, ich schaff das nicht. Oh! Oh, ich schaff das nicht! Richtig! Oh, ich wollte eigentlich so sagen, eine Stimme in mir drin will mir was sagen, ich weiß nicht, was sie mir sagen will. Und dann wollte ich sagen, fick dich, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Moment, hier, die Fee. Probieren wir erstmal aus. Ist sie richtig? Ja, sie ist richtig, sehr schön. Ein Erfolg zu verzeichnen in meiner langen Historie von unerfolgreichen Erfolgreichigkeiten.
Yeah! Deutsch! FTW. Ich habe im Übrigen jetzt mal probiert, in HTML zu programmieren. Hab mal angefangen gestern ein bisschen. Wollte mir eine Website mal programmieren und. Ich habe mir von jemandem aus meiner Klasse halt so, die Person ist in so einer, ja, AG. So einem, kennt ihr das? Vielleicht heißt es, wenn ihr etwas älter seid, weil ältere Leute bei mir nicht schauen werden, weil ich so ein kleiner und schlechter YouTuber bin. Aber kennt ihr das? Oh, Gold ist Material. Oh, scheiße, da unten ist gerade höchste Gefahr. Aber es ist mir eigentlich scheißegal. Auf jeden Fall in dieser AG, das ist so, Webdesign. Webdesign, das kann man eigentlich nicht als Design bezeichnen. Da ja, kriegen die halt so Blätter. Die habe ich mir jetzt mal geholt von der Person. Und. Wow, Stufe erhöht. Yay! Wir rasten aus. Woo. Magneta ist befreit. Du bist fantastisch! Ja, das ist da, danke. Oh, hier hinten, der hat Probleme. Komm her, du. Komm. Dankeschön. Oh, Puh, ich dachte schon, es wäre aus mit mir. Das war sowas. Ich wollte gerade hier. Oh, nee, Moment. Du hier gerade mal Gegner wegbumsen, weil ich glaube, hier ist vielleicht der Herzcontainer. Obwohl, nee, der ist vermutlich woanders. Egal. Ist mir auch ziemlich scheißegal, ob die da meine Festung erobern. Das Gold tun. Ich das Essen, weil. Ist mir scheißegal. Ich schaff das schon. Oh, das Tor ist geöffnet. So ist das Tor geöffnet. Hm. Schütze Gendorf und PC geschickt. Ja, Moment, ich bin fast dabei. Vielleicht müssen wir auch das falsche Hauptquartier. Ja, wir müssen das falsche Hauptquartier erobern, denke ich mal. Oder da drüben das. Ich denke mal da drüben das. Jetzt haben wir doch schon fast 30 Minuten. Das ist scheiße. Kann sich winken. Während dieser scheiß Sequenz da, in dem sie das Ding hochhält und dann Feder rauskommt, kann man sich nicht bewegen und da wird man meistens getroffen. Aber ich glaube, ich habe vorhin gesehen, dass die Gegner einem dann keinen Schaden machen, oder? Oder das wäre sonst mega scheiße, aber echt hier. Pop. Komm, ihr macht deine X-Attacke und dann ist es gut hier. Ein Festungsraum dann, hallo, komm her. Bams! Oh nein, hier war doch nichts. Oh. Oh. Komm, dann gehen wir einfach ins feindliche Hauptquartier da. Ich habe uns eine Festung besorgt. Du hast der Festung sowas von besorgt. Uns eine Festung besorgt. Mhm. Ja. Woo. Schaut euch mitten an auf ihrem Twilight Wolf hier. Wolf! Ah, da kommt der Cheek. Ja. Cheek, der Cheater. Cheater. Der Cheater. Cheatet immer überall hin. Weißt du? Also nicht cheaten, sondern cheaten von Shit und von Scheiße. Ja. Ihr versteht's schon. Jetzt bin ich wieder an dem Teil angelangt, wo ich anfange, Witze zu erklären. Aber bei dem Ding hatte ich jetzt echt meine Bedenken, dass alle Leute den verstehen. Von daher. Cheater, nimm hier meine Schattenball. Bam! Jetzt kriegst du noch meine Magie. Wing! Ist ja mit einer Sequenz mit einer richtigen Kamera unglaublich toll aus, denke ich mal. Aber weil du jetzt keinen Schaden nimmst, X! Jetzt werde ich zu diesem riesigen Ding am vom Ende von Twilight Prison Saturday. Oh, das hat sogar gereicht. Yay! Ich bin so happy! Woo! Woo! Ich könnte die ganze Zeit im Kreis. Laufen. Dieses erkennt mich nur so vor, wir können ja Schlachtfeld, also sowas von. Da ist die Stimme wieder. Ich höre manchmal so eine Stimme. Ich weiß nicht, was sie mir sagen will. Scheiße, jetzt kriege ich die Stimme schon wieder hier. Gibt's doch nicht. Fick dich! Oh, das hat funktioniert. Ach, scheiße, wir haben nicht. Wir haben nur B. Oh, fuck. Nimm was Brustpanzer. Gitti. Ich hoffe trotzdem, dass die Karte erweitert wird. Wird sie? Yeah! Da können wir aber auch noch mit. Oder können wir da vielleicht sogar?
Ja, so können wir hier auch weiter. Okay, dann geht's vermutlich im nächsten Part weiter. Freut euch auf Action! Action! Oder auch nicht. Tschüss!